Nachdem es im letzten Part so geil abgeht, geht's jetzt auch weiter so spannend weiter. Und damit willkommen zurück zu Sonic Adventure DX Trial Mode in the End. Oder in the Ass. Boah. So, wir peilen auch mal gleich mal an, den Versuch, einfach mal, ja, virtuell zu schaffen. Die Zeit für einen A-Rang beträgt 3 Minuten. So, jetzt kälter. Ich bin ein Roboter, ich bin so langsam. Wer hat den Roboter so langsam programmiert? Ja. Also ich hoffe persönlich sogar, dass diese Art von Five-Quest-Mission tatsächlich auch mal wieder zurückkommt. In einem neuen Sonic-Spiel halt eben, aber jetzt nicht so random wie, ja, schafft das hier in einer bestimmten Zeit oder tut da so und so viele Ringe sammeln, weil es hat nicht gerade viel Variation und das ist ja sowieso schon abgedeckt mittlerweile durch den eigenen Missionsmodus. Aber man könnte ja sowas machen wie besiege so und so viele Gegner in dieser Stage oder finde ein bestimmtes Item, was da in einem ganz bestimmten Secret versteckt ist. Was könnte man machen? Yes. Wir haben gewonnen. Eine Gamma-Plüschpuppe. So, und weiter geht's. So, erstmal auf den Zug. I like trains. Ja, ich weiß, du magst Züge, du stehst so drauf, du willst die heiraten. Nicht wirklich. Behaupten sie alle. Sogar lustigerweise, das eine Zelda, was sich um Züge dreht, das mache ich tatsächlich am wenigsten. Zumindest ich häng fest. Am wenigsten, bevor mir jemand tatsächlich die positiven Sachen aufgezählt hat. Am Spiel. So. Na dann komm. Übrigens, ist es dir tatsächlich mal passiert, dass dein Lieblingsfilm von einem OSC tatsächlich ein unbenutztes Film ist? Ja, okay, kurz gucken, ich muss erstmal kämpfen, ja. Weil die Zeit einfach rum ist. Ja. Vor allem, ja, man wird da ein bisschen in der Luft gespawnt, weil so funktionieren Physik. Mach einfach mal auf die Methode. Komm. Ja, warte mal, sind wir nicht noch in der B-Mission? Ja, ich will es einfach testen, die Zeit. Okay. Wir haben 3 Minuten maximal dann in der. Ich meine ja nur, es würde ja eigentlich von Zeitspannen nicht immer die komplette Kombo gemacht werden. Verdammt, da ist einer! War ist ja eh scheißegal. War Alter! Guck die Zeit an! LOL! Ich hätte auch angeschafft, locker. Locker. Guckst du an? Jetzt geht's nochmal alles. Weiß ja nicht, ob das als locker durchgeht. Du hast es bestimmt noch nie geschafft, weil du so schlecht bist. Ich hab's gar nicht erst versucht. Das meine ich auch. Weil ich bereits in Sonic-Story relativ Akku war auf das Casino. Also habe ich gar nicht erst weiter versucht. Ich habe einfach nur gemeint, ja, jetzt bin ich die Story durch, fertig. Komm. Ja,
Ich kürze ab. Das ist halt eben so eine Sache, ich möchte nicht mehr Zeit als nötig damit verbringen, dieses Spiel zu spielen. Das ist schon ein falscher Ansatz. So, beweg dich, du scheiß Ding. Ja, und das sind erstmal die Schiffe. Und sie sind jetzt weg. Und weiter geht's. Ah, der Trick klappt doch immer wieder. Ich meine, meine Zeit aktuell ist ja gut. Von daher ist ja mehr als beim letzten Mal. Boah, fing sich eigentlich die Karte los, während der gesamten Mission hier. Erstmal 10.000 Mal hier vorbeigerannt, so. Geht er jetzt auf mich zu? Geht er jetzt auf mich zu? Nein? Oh, schade. Der kommt. Yes! Meine Zeit wird immer besser. Naja, mal sehen. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Du willst sagen, lobe lieber nicht den Tag vor den Abend, denn du weißt nie, was passiert am Ende. Habe ich recht? Oh. Zeitkombo. Alter, meine Zeit wird immer schlimmer. War nur Spaß. Gerade dein. Hä? Boah, trollen sie nicht. Ja. Alter, meine Zeit! Verdammt! Was deine Zeit? Guckst du mal an? Wir sind in der neuen Rekordzeit hier. So, jetzt dir. Ey, vor allem, ich glaube, die Mission hat kurz wenig geschafft, weil mein Controller ein bisschen rumspringt. Hä? Jawohl! Freestyle! MLG Gamma! Vor allem! Alter! Die Restzeit, Alter! Joa, du musst jetzt nicht eine Minute brauchen, Papa! Das sind nur Kanonen! Ja. Ich frag mich persönlich, vorbei. Ob ich einmal sterben konnte an diesem Boss. Es ist vorbei! Wir haben es geschafft. Ja, das war dann das LP-Kappa nicht wirklich, aber... Für den ist es schon lange vorbei. Für den ist nämlich das Spiel schon längst gestorben. Ja, ja. Man muss doch auf sich immer nennen. Ich schätze, jetzt kommt der Missionsmodus und dann kommen die Game Gear-Spiele-Kappa. Ne, Mission, los geht's. Sonic wird anfangen. War der Missionsmodus nicht irgendwie so ganz, ganz komisch, dass man teilweise mit einem Charakter irgendwo so eine Missionsplatte sammeln muss, um dann mit einem anderen Charakter es technisch gesehen machen zu können, dass man dann wir gucken uns mal eine andere Missionsplatte freischaltet durch die Mission? Mal gucken, ob ich das auch. Ich brauche ein Auto. Hier geblieben, Arschloch. Ja, das erinnert an eine Szene aus Sonic X. Nur ist es halt eben langsam, ist nicht schnell. Kappa. Kappa, Kappa, Kappa. Hey, Kappa. Du bist ein Kappa. Hey, Kappa, hey. Ach, übrigens. Oh, Mission 28. Wir müssen ja noch eine Mission machen, wo wir. Oder eine Fehlmission machen mit Big, wo wir 2000 Kilo Fische fangen müssen. Oh, fuck, mein Alter. Jedenfalls. Ich glaube, es sind 5 Stück sogar. Ja, jedenfalls, und nein, du wirst sicherlich. Na, warum? Ich guck mal hier um.
Denn überall können die sein, die Missionen können sogar hier sein. Ah, die können im Schaugarten sein? Na klar. Was ist denn hier? Es gibt Missionen. So, hier ist keine. Was, am Ende hast du irgendeine verpasst da. Jedenfalls. Wir werden schon alle finden. Weißt warum? Hier. Die sind markiert. Ja. Nächste Mission. Übrigens, so kann ich. Oh Mann, was? Ich kenne die Mission. Das heißt, du musst da in dem Casino in der Dusche aufräumen. Ist lustig. Warst du in der Dusche aufräumen? Meinst du die Ringe einsammeln? Nee. Das soll eine Mission sein. Ich lach mich tot schon. Den vom Burgerlokal bringen wir auch gleich her. Ich will erst mal gucken, dass ich das mal alle hier hab. Das ist lustiger, mal eine Mission finden und dann ausführen. Also executen. Übrigens, nein, du wirst nicht. Da ist eine! Lol. Oh, das wird ein Spaß, weißt du warum? Oh Mann. Ich sag's dir warum, Witz. Pass auf. Wir müssen nämlich jetzt Folgendes machen. Ich lade schon mal auf. Wir müssen jetzt den Zähler auf 100 kriegen. Ich weiß, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Na du? Ich nicht. So, alles klar. Liga, warum? Ist einfach nur das Gespamme. Wow, was war das? Das war eine Kette. Die Ringkette ging da lang. Hast du gesehen? Die unsichtbare Ringkette? Ach, da bist du kein wahrer Sonic-Fan. Ein wahrer Sonic-Fan erkennt die unsichtbaren Ringketten. Also, Sonic soll sich an den sichtbaren Ringketten. Jeder, der das Video sieht, wird mir zustimmen und sagen, ja, ich habe die Ringkette gesehen. Ach, das, der beste Lightspeed-Dash ist aber immer noch in Shadow the Hedgehog, wo man einfach mal nur einen Ring braucht und keine Ringkette. Lol. Ein Ring? Okay, Lightspeed Dash. Mann, wirklich, was ist das für eine nutzlose Mission? Du bist nutzlos. Nicht so nutzlos wie diese Mission. Du bist noch nutzloser. Ja, eigentlich bin wertvoller, lustigerweise. Du bist du wertvoll. Ich bin nützlich. Ja, und das mal von der Gipszeit. Yay! Siehst du, wir haben es geschafft, wir haben eine Mission erfüllt. Ja. Irgendwie hast du keinen Spaß. Ich. Boah. Och nein. Speed Highway wird böse. Boah, gerade jetzt ist die Maus richtig nervig, weil die ist immer genau da, wo die Missionsbeschreibung ist. Lauf um das hölzerne Pferd. Ach, ich weiß, welche Mission. Okay. Aber wir waren zusammen, wenn wir dann erstmal die andere Mission hier eingesackt haben, von Station Square. Die sind überall verteilt, man weiß nie, wo die alle sind, aber wenn man sie alle hat, hat man sie. Ich dachte, sie schalten auf anderen. Also ich dachte, die Missionen schalten auf anderen Platten frei, also. Nö, die sind alle schon, die sind alle verfügbar, du musst die, um die Mission spielen, sogar musst du die Platte finden, die sind schon alle hier irgendwo verteilt. Ich hab wirklich von wo gehört, dass wenn man eine Mission macht, dass dann andere Platten verfügbar werden. Mhm. Hä? Geh zum Heliport. Ach, ich kenn's. Boah, das ist. Dreimal Speed Highway haben wir jetzt schon. Wir haben dreimal Speed Highway schon. Ja, mega auf Speed. Zieh dann schon mit dem Sonic Ball auf Medaillons. Oder was? Wo ist denn die nochmal? Zieh dann schieße mit einem Sonic Ball auf alle Medaillons. Ich will ja gerade.
Beschreibungen könnten auch klarer sein, Jordi. Jetzt gehen wir schon raus. Ich würde sagen, wir machen erstmal den. Oder ich gehe erstmal runter, ich will unten gucken. Ich meine, hier ist auch irgendeine versteckt. Beim Charakter ist hier immer eine versteckt, ich weiß es. Weißt du, blöden 100% sehe. Hey, Mission. Hey, und 111 Ringe. Wir kriegen heraus, wo alle Missionen sind. Ja, ich bin bescheuert. Ich bin dumm. Warum? Ich wollte den Mann mitnehmen. Ach, so der Mann. Der ist echt so ein Meme. Für alle Geschütze ist er nützlich und der steht einfach nur rum. Ich glaube sogar erst, erst die Möglichkeit für Gamma in das Casino zu kommen irgendwie. Yes! Wir haben die geschafft und jetzt würde ich sagen Trinker Park. Also muss man einfach mal einen Mann random irgendwo hinlegen. Ja. Jetzt kommt Trinker Park. Da machen wir die eine Mission. Wow. Fahr, du Arsch. Du steigst rein und dann wirst du erstmal von allen geboxt. Ich hab's verstanden. War das Blitzschnell eigentlich nur quasi so ein bisschen... Das war ein... Das klingt zu lassen oder gibt's da tatsächlich ein Zeitlimit? Nö, ich sehe keine Zeit. Lol, was für ein Quatsch. Die haben das wahrscheinlich mit dem assoziiert, weil du ja mit dem Ding eigentlich wie ein Turbo-Irrer rast. Ja klar, aber man kann auch langsam sein. Ist gar nicht vorgesehen, dass du langsam fährst. Klar, aber kann man. It's not a glitch, it's a feature. Fahne? Fahne. Stopp! Wie war denn die Taste fürs Bremsen? Es gab eine Taste für den Rückwärtsgang. Ich weiß nicht, ob ich das den Rückwärtsgang geregelt hat. Mann. Hier muss doch immer der Angabe sein. Welche Taste war ein Rückwärtsgang? Escape weiß ich's. Ja, Escape kann rückwärts fahren. Okay. Ich glaube sogar, es wäre eleganter gewesen, hättest du einfach Sonic Adventure für Dreamcast erzählt. Lol. Warum? Ganz einfach, dann müssten wir diesen gesamten Blödsinn nicht machen. Der wäre... Ach bestimmt, deswegen haben die Missionsmodus eingebaut, weil es einfach langweilig ist im Original. Gut, das hast du es gerade deutlich gemacht. Ich glaube, die wollten tatsächlich die Spieler vom Original nerven oder langweilen oder was weiß ich. I'm not entertained. Ja, weil du einfach scheiße bist, also ja. Ja, nee. Aber wirklich, anstatt sowas zu fixen wie, sagen wir einfach mal, das Eggman-Modell oder das Chaos-Modell, weil Chaos sieht einfach echt nicht gut aus im Kampf, machen die einfach mal einen Missionsmodus rein. Du denkst mal wieder an falsche Verhältnisse. Solche Overpower-Geräte gab es noch gar nicht. Das Problem ist auch bei Remastering, du einfach sagst ja, du machst einfach jetzt hier in den FPS-Grafik, dann kommen die Nostalgie-Fans und beschweren sich. Was willst du denen sagen? Da beschweren sich die von Sonic Adventure DX sowieso.
Weil die haben einfach mal die Modelle von Sonic Heroes genommen. Sonic Heroes gab's zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Echt? Keine Ahnung, die haben auf jeden Fall neue Modelle reingebracht, das sind ja nicht die alten. Das sieht aber nicht aus wie Heroes, Heroes sieht deutlich besser aus. Noch ein ganzes Stück, also wenn ja, du das als Heroes bezeichnest, dann... So hätten eigentlich Chaos und Eggman aussehen müssen eigentlich. Weil ich meine, man muss ja bedenken, in Sonic Adventure 2 sieht Eggman besser aus und das kam ja auch auf der Dreamcast raus. Vielleicht hat die Engine nicht mehr hergegeben, wir wissen es doch gar nicht. Ja. Fahr. Ich glaube, einen bewegenden Mund kann die Engine schon hergeben. Das machen wir ja sowieso hier ständig. Auch mit japanischer Sache, weil man es irgendwie nicht synchronisieren wollte oder so. Und die letzte. Ja, Finish. Aber so eine Pferd, wir haben noch eine Mission hier. Echt? Welche? Die mit den hölzernen Pferden ist noch hier. Au. Oh. Wir können es dann verlassen, das Level wenn fertig sind. Wir müssen ja nur die Mission erfüllen, danach können wir das Level schon verlassen. Wie lange dauert es noch bis zu der Mission? Eine Minute. Okay, dann passt's. Warum fragst du? Ganz einfach, es ist ein bisschen unspannend, es ständig im selben Level rumzuhocken, obwohl man eigentlich quasi die Level gar nicht mehr spielen will unbedingt, sondern nur die Mission irgendwie rausgrinden will für Completion. Ich habe kein Problem damit. Ja, du hast auch kein Problem mit irgendwas. Ja, das bedeutet, dass du kein wahrer Sonic-Fan bist, also ja, von daher, ja, stimmt, das haben wir ja schon ausdiskutiert, dass du keiner bist, also von daher. So, ein wahrer Fan. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt Sonic wirklich verdient, dass ich ein wahrer Fan hier bin. Aber mal abgesehen davon, man kann auch ein Fan sein, aber trotzdem das Negative als Negatives ansehen. Sowas, was du beschreibst, ist ein Fanboy. Also Boy mit I. Boy. Aber sag mal, wäre es nicht logischer, als wenn man tatsächlich ein Fan ist, dass man dann will, dass die Spiele besser werden? Wäre es nicht logischer, als wenn man ein Fan ist, dass man will, dass die Spiele besser werden, anstatt sich einfach nur damit zu begeben? Nee, eigentlich nicht. Für mich nicht persönlich. Ich glaube, es sind doch ein bisschen verschieden. Okay, zu verschieden. Weil ich meine jetzt zum Beispiel, ich mag Curly Hedgehog. Aber ich merke, dass es trotzdem sehr, sehr viele Schwächen hat. Und ich finde, dass es viel besser wird in einem Remake. Heißt es, ich bin kein Fan von Curly Hedgehog? Ja, und hier geht's weiter im nächsten Part. Bis dann, Kommentar wenn ich vergessen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und einmal Kunstspur.